Ich habe gesagt, wir sind alle irgendwie auf einer Reise mit Jesus, auf einer Reise mit Gott. Das ist so ein bisschen unser Thema, wenn wir das zweite Buch Mose anschauen, also das Buch Exodus, weil wir da eine Reise sehen. Wir sind jetzt die dritte Predigt heute in dieser Serie und wir haben uns ein paar Sachen angeschaut. Wir haben, vielleicht kannst du die Karte mal bringen, wir haben uns angeschaut, was mit dem Volk passiert, dass sie errettet werden aus der Gefangenschaft in Ägypten, dass sie befreit werden am Schilfmeer, dass eine Wiederherstellung passiert, das ist am Berg Horeb, da geht es um die 10 Gebote, heute sind wir da, und dass auch eine Erfüllung passiert, also sie kommen in das verheißene Land. Und die Serie heißt ja Jesus im Buch Exodus, und vielleicht denkst du dir so, ja, aber Jesus, wo ist er denn da mitgelaufen? Das ist eine ganz, ganz starke Parallele fürs Pessachfest. Das Volk Israel feiert seit tausenden von Jahren das Pessachfest, und da kommen genau diese 4 Punkte, kommen immer wieder auf. Jesus hat selbst das Pessachfest mit seinen Jüngern gefeiert, daraus ist das Abendmahl entstanden bei uns, und es geht um diese 4 Kelche. Letztendlich hat jeder Kelch eine Bedeutung. Also vergiss ein bisschen die Bilder, die du erlebt hast oder was du kennengelernt hast von der Kirchengeschichte. Es gibt diesen einen Gemeinschaftskelch oder es gibt 250 kleine Becher und so weiter und dieses Brot. Daher kommt es. Es gibt 4 Kelche, jeder Kelch hat eine Bedeutung. Und sie beschreiben auch eine Reise mit Gott, wo du unterwegs bist. Und jeder von uns steht da irgendwo bei diesen 4 Kelchen. Und wir wollen da weitergehen, wollen heute über Wiederherstellung reden. Und ich habe mir so gedacht, so, ich habe Leute kennengelernt, Christen kennengelernt, wo ich gedacht habe, schade, come on, geh weiter. Wo ich irgendwie erlebt habe, so, hey, ich bin doch gerettet. So, alles gut, Jesus ist da. Ich habe diesen Moment gehabt, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe. Ist alles top, ich bin errettet. Sondern ich habe das Ticket zum Himmel, so. Und gut ist, und jetzt geht es halt einfach irgendwie weiter. Und ich glaube, dass Jesus da sagt so, hey, come on, also dass er traurig ist darüber, weil er sagt so, hey, da ist so viel mehr. Ich habe Menschen erlebt, die sagen so, hey, Thema Befreiung, weißt du, ich komme sonntags hierher oder ich komme sonntags in den Gottesdienst und ich merke, wow, da will Gott mich befreien, und sie erleben es, dass sie befreit werden. Und sie gehen wieder zurück in den Alltag und irgendwie greift es nicht und man fängt sich an, wie so einem Rad zu drehen und man kommt wieder und sagt so, hey, ich brauche Befreiung an dem Punkt und es dreht sich jetzt weiter und man geht nicht weiter. Wiederherstellung ähnlich. Wir wollen heute Wiederherstellung anschauen. Es ist ein herausforderndes Thema, es betrifft uns alle. Ich sage nur Stichwort Sohnschaft und Erfüllung, wo es dann heißt, Jesus ist die Fülle. Was hat das mit dir zu tun? Du kannst in der Fülle leben, sogar hier auf dieser Erde. Wahnsinn, oder? Also wir sind alle irgendwo da unterwegs mit Jesus und ich möchte Mut machen. Überleg, was heute dein nächster Schritt ist. Überleg, wo Jesus vielleicht heute Morgen sagt so, hey, ich möchte mit dir einen Schritt weitergehen. Ich möchte dich in ein neues Land reinführen. Ich möchte dich auf was Neues bringen, möchte was Neues starten in dir. Was ist die Situation? Die Situation ist, wir sind im Exodus 2, das Volk Israel ist ausgezogen, das Heer der Ägypter ist im Schilfmeer ersoffen und sie sind weiter unterwegs. Sind jetzt in der Wüste und sie kommen an diesen Berg Sinai. Vielleicht im einen oder anderen Begriff. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt geht der Mose, geht auf diesen Berg und ist voll lange weg. Und das Volk hat keinen Leiter mehr. Was sie damit machen und was so passiert, kannst du nachlesen. Sie fangen dann an, ein goldenes Kalb zu bauen und solche Sachen. Und Mose kommt wieder runter, er kommt mit den Geboten runter. Und einfach mal so in die Runde gefragt, so das erste Gebot, wer weiß, was das erste Gebot ist? Einfach mal pauschal raushauen. Genau, also ich habe nur ein Hörgerät an, aber ich glaube, du hast gesagt, du sollst keine anderen Götter haben, right? Super. Ja, okay, cool. Genau, also das erste Gebot, ich habe das immer, ist immer ganz witzig, wenn wir im Unti wenn wir zusammensitzen und dann die Gebote üben, dann fragt man mal ein bisschen rum, dann sagt man, hey, was ist das vierte, was ist das erste und so. Und weil man sich dann schneller merken kann oder besser merken kann, sagt man einfach immer nur so einen Satz, keine anderen Götter haben. Ehre Vater, Mutter, sollst nicht töten.
Aber das erste Gebot ist viel länger. Das erste Gebot bedeutet, es fängt an, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenlande befreit hat und so weiter. Du sollst keine anderen Götter haben. Wir haben immer das Problem, Gebote sind Verbote. Aber Gebote sind Gottes gute Weisung für unser Leben. Und Gott sagt so, dieses erste Gebot beginnt mit einem Zuspruch, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe das gemacht, ich habe dich befreit, ich habe dich gerettet. Weißt du, was da drin steckt? Da steckt eine Wiederherstellung drin. Da spricht Gott ganz neu Identität seinem Volk zu und sagt so, ich bin euer Gott. Die Konsequenz daraus ist, dass ihr keine anderen haben sollt. Weil ich bin euer Gott. Aus mir kommt das Leben. Ich befreie euch, nicht die anderen. Ich errette euch, nicht die anderen. Okay? Das steckt in diesem ersten Gebot drin. Und lies mal die 10 Gebote durch. Du hast immer erst den Zuspruch und dann den Anspruch. Aber was hier passiert ist, dass Gott seinem Volk Würde zuspricht. Ihr seid das Volk Gottes. Das sagt er. Das ist ein extrem hohes Teil. Das ist mega gut. Das Volk kriegt Würde zugesprochen. Wenn du jetzt nochmal an diese 4 Kelche denkst, da hast du da wie auch nochmal den Vergleich drin, hast du auch das Ding drin. Das ist das, was im Pessachmahl auch gefeiert wird. Errettet worden aus der Sklaverei in Ägypten. Befreit worden vom Ägypten in dir raus. Ja? Und Wiederherstellung, du bist mein Volk, ich bin dein Gott. Ein anderes Wort, ich habe schon gesagt, ein anderes Wort dafür ist, für Wiederherstellung ist Sohnschaft. Und ich will heute Morgen ein bisschen mit euch über Sohnschaft reden. Und das fordert uns heraus. Und im Johannes 1, 12 kannst du nachlesen, dass es heißt, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Okay? Galater wird es nochmal anders beschrieben. Das heißt, durch den Glauben an Christus sind wir Kinder Gottes geworden. Und einfach vorneweg, weil wir da ein bisschen in sensiblen Zeiten reden, Sohnschaft, warum steht da nicht Tochterschaft? Sohnschaft ist ja nicht mit Geschlecht gemeint, okay? Sohnschaft bedeutet einfach, das ist die Kindschaft, das ist ein Titel, der dir gegeben wird. Es ist genauso, wenn die Bibel davon spricht, dass die Gemeinde die Braut Christi ist. Ich bin auch Braut, Teil der Braut, obwohl ich ein Kerl bin, okay? Also, es geht da nicht um Geschlechterrollen, sondern es geht da um Titel, um dass hier ganz klar gesetzt wird, das ist dein Stand. Und wenn wir in Epheser, wir schreddern ein bisschen im Neuen Testament rum heute Morgen, wenn wir in Epheser 1 reinschauen, dann stellen wir was ganz Interessantes fest. Da steht, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Okay, Gott hat bestimmt, dass du Sohn und dass du Tochter Gottes werden sollst. Vorher bestimmt, okay? Im Römer 8 schreibt der Paulus das nochmal anders. Da schreibt er schon, vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Also geht es um die Menschen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Okay, das erste war, vorherbestimmt, Söhne, Töchter zu werden. Okay, zweite ist, ja, vorherbestimmt, und sie sollen umgewandelt werden. Wir sollen verändert werden. Wohin? In welche Richtung? In die Richtung seines Sohnes. Okay, also, wir werden verändert, Gott will uns umgestalten und hin zu Christus verändern. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Wie geht eine Umgestaltung? Und jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Eine Umgestaltung heißt, könnte man sagen, Gott erzieht uns. Wer findet Erziehung cool? Hände hoch. Sehr gut. Ja. Wer findet Erziehung anstrengend? Okay, also, ihr merkt, das ist da drin. Gott geht her und sagt so, ich möchte euch verändern zu Christus hin, ich möchte, dass ihr dahin wächst. Wie passiert das? Durch Erziehung.
Okay? Wenn du sagst, Matze, das glaube ich dir nicht, ich lese dir vor, wo es in der Bibel steht. In Hebräer 12, Vers 5, da heißt es, und jetzt müsst ihr überlegen, ich fand meine Erziehung damals, fand ich nicht cool. Der Moment, wo ich erzogen wurde durch meine Eltern, den fand ich nicht gut. Der Moment, wo du auf die Finger kriegst und sagst, so back das nicht an, weil es ist heiß, den fand ich nicht cool, weil ich wollte es unbedingt anfassen, okay? Das ist eine Einschränkung meiner Freiheit. Im Rückspiegel schaue ich zurück und sage so, gut, dass ihr mich erzogen habt. Okay? Das ist immer das Ding mit Erziehung. Jetzt lesen wir Hebräer 12, da steht, außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Und sofort gehen bei uns innerlich die Alarmglocken auf und sagen so, was? Kann nicht sein, dass Gott damit Strenge und so, was ist denn, wir haben doch einen liebenden Gott. Wo soll denn da eine Strenge sein? Der kann doch jetzt hier nicht so, Hier merken wir ein bisschen unsere Prägung, wie wir geprägt sind, okay? Die kommt daraus, dass sie sagen, nein, das geht doch nicht, es muss freier Wille und Gott mit Strenge kannst du uns sowieso nicht erziehen, wenn du Liebe bist. Wir müssen mal weiter reinschauen, das ist sehr interessant. Gott erzieht mich und das ist gleichzeitig Liebe. Wie passt denn das zusammen? Gott erzieht mich und das ist Liebe. Es ist recht einfach, der Transfer. Und Eltern, die kleine Kinder haben oder hatten, die werden das einfacher verstehen, als jetzt Leute, die auf der anderen Seite der Erziehung waren, die immer erzogen wurden. Aber irgendwann wird es vielleicht mal switchen und du kommst auf die andere Seite und musst erziehen. Warum erziehst du? Warum erziehen wir unsere Kinder? Erziehung ist anstrengend, Erziehung ist intensiv, Erziehung kostet dich Zeit, kostet dich Kraft. Aber warum machen wir es? Weil wir unsere Kinder lieben. Ganz einfache Antwort. Weil wir unsere Kinder lieben und weil wir sie erziehen wollen, dass sie lebensfähig sind. Dass sie durch dieses Leben irgendwie gut durchkommen. Da gibt es Eltern, die sagen so, hey, mir ist wichtig, dass meine Kinder gute Entscheidungen treffen können. Mir ist wichtig, dass meine Kinder Resilienz haben. Dass sie lernen, es geht nicht immer nur um mich, zum Beispiel. Das ist Erziehung. Deswegen erziehen wir unsere Kinder. Was ist das Ziel? Lebensfähigkeit. Und weißt du was? Gott hat das gleiche Ziel mit uns, dass er sagt, ich möchte euch erziehen in die Lebensfähigkeit, dass ihr im Reich Gottes leben könnt, dass ihr reif werdet im Glauben, dass ihr wachst. Das ist das Ziel Gottes mit Erziehung. Jetzt ist es aber so, das erlebe ich jeden Morgen am Frühstück. Finde nicht lachen. Jeden Morgen am Frühstück sitzen wir da und ich habe neben mir, rechts neben mir, einen kleinen jungen Mann sitzen, der ein paar Haare hat, der sich konstant selbst überschätzt. Kinder überschätzen sich selbst. Und das sieht dann so aus, dass am Ende sein ganzes Gesicht voll Nutella ist, weil er sagt, er kann das alleine. Ich kann alleine mein Brot schmieren. Ich kann das alleine machen. Und ich sitze daneben, und sage, hey komm, ich helfe dir. Und es dauert aber, bis er sagt, okay, Papa, helfen. Aber bis dahin ist sein Gesicht halt voll mit Nutella. Und versteht ihr, das ist ein typisches Ding für Kinder. Kinder überschätzen sich. Das ist ganz normal. Die sagen, ich kann das schon. Ich kann das schon, ich brauche dich nicht. Ganz oft sind wir als Kinder Gottes ähnlich unterwegs. Dass wir sagen, hey, ich kann das schon. Ich kann mit meinen Sorgen umgehen. Ich brauche Gott. Gott, ich brauche deine Hilfe nicht. Und das ist das, was die Bibel nennt, wenn wir in ein Verhalten abrutschen, wo sie sagt, so, das entspricht nicht dem Reich Gottes. Du bist zu was anderem berufen. Also Sorgen machen ist das beste Beispiel. Wenn du dich ein bisschen in der Bibel auskennst, dann weißt du solche Sachen wie, dass der Herr dein Hirte ist. Dir wird nichts mangeln. Dann weißt du sowas, dass, hey, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt sich um euch. So, jetzt hast du eine biblische Wahrheit und die Frage ist, wie lebst du? Wenn du sagst, ich muss mich sorgen, ich muss trotzdem gucken und ich muss und ne und so weiter und ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey Gott, ich vertraue dir, dass du dich kümmerst und dass du nach mir schaust, dann lebst du nach der Bibel, die nennt das dann Leben im Fleisch, also Leben, Oldschool-Leben, dass du sagst, du lebst einfach nach der alten Natur. Das ist aber nicht mehr dein neues Ding.
Du lebst in der Selbstversorgung. Du lebst in deinen Alltagsbewältigungsstrategien. Aber Gott geht her und sagt so, schmeiß über Bord, ich bin da. Verstehst du? Das ist das Ding. Solche Situationen haben wir ganz oft. Und jetzt geht Gott her und sagt so, mein Sohn und meine Tochter, ich will dich erziehen, ich will dich zur Lebensfähigkeit erziehen, ich will dich zur Fähigkeit erziehen, im Reich Gottes zu leben, zu einer Mündigkeit, zu einer Reife, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und im Hebräer 12, ein paar Verse weiter, vier Verse weiter, lesen wir Folgendes, da heißt es, und überlegt euch auch Folgendes, unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen. Früher hat man mal immer Bobbes gehauen bekommen, das macht man heute nicht mehr. Ja? Früher gab es mal was auf die Griffel, aber wir wurden alle mit Strenge irgendwo erzogen. Und dann heißt es, und wir hatten Respekt vor ihnen, müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt, denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Krasser Satz. Unterordnung bedeutet Leben. Ich sage es euch ganz ehrlich, mir widerspricht das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Unterordnen nicht so cool. Findest du Unterordnen gut? Wem macht Spaß, sich unterzuordnen? Hey, danke, wir müssen mal reden nachher, das ist super. Also versteht ihr, Unterordnung ist was Gutes. Gott sagt, hey, ordnet euch mir unter und da ist Leben drin. Wenn Gott dich erzieht, bedeutet das, dass du dich unterordnest. Und auch wenn du es vielleicht nicht so cool findest, Kindschaft hat was mit Unterordnung zu tun und ich lasse mich von Gott erziehen. Hier kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Wenn Jesus in dein Leben kommt, ist es nicht, dass du ihn dazu addierst zu deinem bisherigen Leben, sondern er stellt dein Leben auf den Kopf und wird Basis und durchdringt alles. Und das heißt, wir stehen jetzt und sagen, okay, gut, Erziehung heißt Liebe auch, also Gott erzieht mich aus Liebe. Und Erziehung hat mit Unterordnung zu tun. Jetzt müssen wir uns angucken und sagen, so, wo passiert denn Erziehung? Ja? Wo passiert Erziehung? Das ist auch relativ simpel. Die Erziehung passiert immer in deinem Alltag. Ich mache dir ein Beispiel. Erziehung passiert in Situationen wie, es gibt zum Beispiel Phasen in deinem Leben, ich kenne das, da geht dir ziemlich viel auf die Nerven. Und da gehen dir Menschen um dich rum auf die Nerven. Da merkst du, zu Hause ist zu viel Rabatz. Das geht mir dann auch auf die Nerven und dann geht mir vielleicht sogar auch meine Frau auf die Nerven. Und in mir drinne kommt eine Reaktion und diese Reaktion ist, Matze, zieh dich zurück, zieh die Mauer hoch, hör mal Abstand und so, mach mal so. Und gleichzeitig habe ich aber wie eine stille Stimme, so eine kleine Stimme, ganz leise in mir drin, die sagt, nee, Matze, mach's nicht. Geh hin, klär Dinge. Bitte um Vergebung, vergib jemanden, connecte mit mir neu und lebe weiter. Das sind Momente der Erziehung. Vielleicht kennst du solche Momente. Du hast was und du merkst so, wow, aber du weißt innerlich, sag was ganz, ganz Leises, handle anders. Handle anders, handle nach dem Reich Gottes. Das sind die Momente vor der Erziehung, wo ich vor der Wahl stehe, wie ein kleines Kind und mich entscheiden muss, welchen Weg gehe ich. Das ist Erziehung. Ich treffe eine Entscheidung. Ich habe eine Wahl. Und vielleicht wusstest du das mit diesem ganzen Thema der Erziehung noch nicht, aber es ist fatal, nicht zu wissen, dass Gott dich erzieht. Es ist fatal, weil das Volk Israel hat es auch nicht unbedingt verstanden gleich. Und die sind 40 Jahre durch die Wüste marschiert. Da sind sie erzogen worden. In dieser Zeit sind sie erzogen worden. Kannst du nachlesen? Und das war ein harter Weg der Erziehung. Ich möchte heute Morgen eine Sache mitgeben. Wenn du merkst, ich habe Dinge in meinem Leben, Themen in meinem Leben, wo ich wie anstehe, wo ich nicht vorwärts komme, wo es keinen Durchbruch gibt, wo nichts passiert irgendwie oder so, wo du sagst, ich hänge da. Frag nicht, warum du hängst, sondern frag, Jesus, was soll ich jetzt lernen? Was möchtest du mir zeigen? Wo möchtest du mich erziehen? Was soll ich anhand dieses Umstandes gerade lernen? Okay. Was hat noch mit Sohnschaft und Erziehung zu tun?
Erziehung Gottes hat auch immer mit delegierter Autorität zu tun. Ich erkläre dir das, was das bedeutet. Also, Gottes Reich funktioniert mit einem Prinzip. Dieses Prinzip nennt sich Leiterschaft. Wenn du in die Bibel schaust, wirst du viele Ordnungen erkennen. Es gibt sowas wie die Schöpfungsordnung. Es gibt sowas wie ein Prinzip von Fluch und Segen. Es gibt sowas wie ein Prinzip von Leiterschaft. Das sind Ordnungen, die Gott gesetzt hat, in denen wir laufen. Die Entscheidung liegt bei uns. Du kannst in diese Ordnung laufen oder du kannst auch nicht in diese Ordnung laufen. Die Entscheidung liegt ganz bei uns. Alles hat Konsequenzen. Aber hier heißt es mit Leiterschaft, heißt Gott setzt Leiter ein, die dann für andere Menschen irgendwie zuständig sind. Und Kirche ist der Raum, wo mit lebendigen Steinen geschafft wird. Vielleicht kommt die Stelle aus dem 1. Petrus in den Kopf, da heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Also der Baumeister ist ganz klar, bin ich nicht ich, irgendjemand anders, Gott ist der Baumeister. Und wir sind lebendige Steine. Und es sieht vielleicht dann so aus, wenn man so, ja. Da sagt der eine, also lebendige Steine bauen ist, glaube ich, echt schwer. So, ob die Mauer hält oder das Haus hält, so, keine Ahnung, wenn sich alles ständig irgendwie so verformt. Aber lebendige Steine ist das Schwierige. Es gibt noch andere Schwierigkeiten, weil vielleicht der eine Stein sagt, so, da gibt es diesen einen, der guckt ein bisschen grimmig so und da auch, der sagt so, oh, nee, dem will ich nicht sein, weil der stinkt. Oder der ist doof. Oder bei dem will ich nicht eingebaut werden. Oder so, ja, also es ist schwierig. Und ich sagte, welcome, das ist Gemeindebau, Kirche. Das ist so. Wir sind lebendige Steine. Und wer baut uns ein? Gott baut uns ein. Und die Aufforderung in dieser Stelle ist, lasst euch einbauen, lasst euch von Gott nehmen und reinsetzen. Ganz oft erlebt wahrscheinlich Gott, dass es ganz viele Kirchenbaumeister gibt, die zu ihm sagen, hier Gott, eigentlich musst du das so bauen, eigentlich musst du das so machen, eigentlich musst du das so machen. Ja? Ich glaube, da sitzen wir alle mit drin. Und trotzdem ist es spannend, dass die Aufforderung beginnt mit, lasst euch einbauen. Lasst euch nehmen und lasst euch vom Baumeister einbauen. Wenn das passiert, dann kommst du automatisch in Leiterschaft rein. An irgendeinem Punkt, an irgendeiner Stelle dieser Kette kommst du in Leiterschaft rein und du merkst auf einmal, yes, ja, das heißt es, in lebendigen Steinen zu sein. Es gibt Schleifprozesse. Man schleift sich gegenseitig. Das ist Leiterschaft. Das passiert innerhalb der Leiterschaft. Und jetzt kann es sein, dass du vielleicht echt schräge Dinge erlebt hast in Leiterschaft. Es ist immer beidseitig. Und es kann sein, du hast erlebt, wie ein Leiter seinen Job nicht gemacht hat. Und wie er einfach seine Verantwortung auch nicht getragen hat. Und das Ding in die Hose gegangen ist. Und wir haben manchmal ein bisschen ein Problem, weil wir schlussfolgern daraus, dass Leiterschaft nicht gut ist. Hierarchie, Mandat und so ein Zeug, das ist nicht gut. Weil, wenn es in die Hose geht, dann geht es richtig in die Hose. Also lass uns das doch irgendwie, dieses Ding über Bord werfen und sagen, ah komm, wir machen das anders. Es ist interessant, bei Leiterschaft ticken wir so, bei Ehe würden wir nie so ticken. Wir würden nie sagen, das ist eine Ordnung Gottes, ja, Ehe. Es gibt Paare, die haben, da gibt es Themen, es gibt Scheidungen, es gibt Dinge, wo Sachen auseinandergehen und so weiter. Okay, wir erleben irgendwie, funktioniert es nicht immer so, hey, lass es uns kicken. Das machen wir nicht. Würden wir nie auf diese Idee kommen. Ich habe von einem Kollegen, Pastorenkollegen, der hat mir mal ein Beispiel erzählt, der hatte einen Bereich, den hat er geleitet, hatte da Leute unter sich und auch einen sehr erfahrenen älteren Mann. Und dann hat er irgendwann eine Person genommen, die jünger war, viel jünger war, und sie eingesetzt über die ältere Person. Und dann ist Folgendes passiert, dass der ältere Mann wie Probleme bekommen hat. Und da ging es ihm so, oh, die ist gar nicht so kompetent, hat nicht so viel Erfahrung, ich habe mehr Erfahrung. Und solche Sachen. Und irgendwann ist mein Kollege her und hat gesagt, hey, ich mache mal ein Gespräch mit der Person. Und dann kam, und dann hat er, ist er nicht hingegangen und hat gesagt, ja, was machst du da und was soll das überhaupt? Sondern er hat eine Frage gestellt, hat gesagt, hey, wenn Gott uns erzieht und uns vor Herausforderungen stellt, was ist vielleicht gerade der Punkt, den du lernen sollst? Und auf einmal ging das Gespräch in eine ganz andere Richtung und es kamen solche Sachen raus wie, okay, es geht um Sachen wie Demut,
Es geht um Sachen wie Unterordnung an gewissen Stellen. Und es geht um ganz andere Sachen als um Kompetenz oder Nichtkompetenz. Leiterschaft schleift uns immer und Leiterschaft ist eine Erziehungsmethode Gottes. Das ist, und das schwankt, das Pendel schwankt. Es gibt gute Leiterschaft, es gibt schlechte Leiterschaft. In alle Richtungen. Manchmal tue ich mich schwer oder manchmal tun wir uns schwer und sagen so, ja, aber Jesus, du hast mich doch gesetzt und du hast mich berufen und ne und sonst was und ich bin doch wichtig. Und dann kommt mir die Geschichte von Josef in den Sinn. Der Josef, der konstant Unrecht erfahren hat. Also verkauft von seinen Brüdern, in die Sklaverei. Dann hat er sich da irgendwie rausgeschafft. Nicht, weil er so ein cooler Kerl war, sondern weil er treu war. Dann kommt er da, ist er beim Potiphar da in dem Palast. Dann kommt die Frau von Potiphar, will mit ihm pennen. Er ist treu und er ist straight und sagt, nee, was passiert? Er landet wieder im Knast. Also lauter Ungerechtigkeiten, wo man sagen könnte, hey Mann, aber der Josef hat doch diesen Traum gehabt, den Gott ihm gegeben hat, dass alle sich vor ihm verneigen, seine Familie sich vor ihm verneigt. Was ist damit? Das passiert ja gar nicht. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt hier ist, dass es gibt eine einzige Person, die deine Berufung verhindern kann. Und das bist du selbst. Weil wenn Josef gesagt hätte, hey, mir ist so viel Unrecht widerfahren und meine Familie, die sind für mich gestorben. Und wenn ich die wiedersehe, dann rappelt es aber richtig. Dann hätten wir nicht diese Situation gehabt, dass die Hungersnot da in Israel ist, sie kommen rüber, die Familie kommt zu Josef und sie werden dadurch gerettet. Das hätten wir nicht gehabt, weil Josef 100 Pro mit einem harten Herz gesagt hätte, aufstellen, Kopf ab. Ich zahle es euch jetzt zurück für das, was ihr mir angetan habt. Die Tatsache, dass das Herz von Josef weich geblieben worden ist, hat dazu geführt, dass es weitergeht. Und das ist unsere Frage auch. Also wenn du schlechte Leiterschaft erlebt hast, dann tut mir das leid für dich. Die Frage ist, was passiert mit deinem Herzen? Verhärtet es, wenn es so sein wird, dann wirst du alles, was danach kommt, aus dieser Brille sehen. Lässt du es weich, dann kann da bei dir was Gutes entstehen draus. Das Neue Testament ist relativ klar, was mit Unterordnung und so weiter zu tun hat. Ich gehe da jetzt nicht tiefer rein, wir springen ein bisschen weiter über Kolosser 3. Ich will dir sagen, Leiterschaft ist ein Schutzschirm Gottes. Wir gehen weiter, Martin. Leiterschaft ist ein Schutzschirm Gottes und du kannst dich entscheiden, gehst du mit rein, dann bist du unter dem Schirm oder bist du draußen, dann bist du halt außerhalb vom Schirm. Das ist ein Prinzip, was Gott gesetzt hat. Jetzt noch eine spannende Frage, wie gehe ich mit um, wenn Leiterschaft Fehler macht? Also was macht ihr, wenn ich oder wenn die Leitung, Gesamtleitung, wenn die alle Mist bauen? Was macht man dann? Es gibt eine coole Geschichte im Alten Testament. Nehmt euch damit rein, dass der Noah ist ein Weinbauer und der Noah hat die Arche gebaut und das Ding ist durch. Und jetzt macht der Noah da sein Wein und so weiter und jetzt passiert etwas, dass ein Leiter einer Familie einen Fehler macht. Nämlich dieser Fehler ist, dass er sich ordentlich einen hinter die Binsen kippt und betrunken nackt im Zelt rumliegt. Ja, kannst du nachlesen. Das ist sein, er macht da diesen Fehler, er ist dicht und er liegt nackt im Zelt rum. Und jetzt kommt der älteste Sohn. Und der älteste Sohn guckt rein in dieses Zelt und er zeigt mit dem Finger auf das Fehlverhalten seines Vaters, seines Leiters in dem Sinne. Und sagt so, guck mal da, ey, der liegt da total dicht besoffen, nackt im Zelt rum. Ja? Dann gibt es die anderen beiden Söhne, jüngere Söhne, die gehen anders damit um. Sie gehen rückwärts rein und werfen eine Decke über ihn. Und ich hoffe, dass sie hinterher das thematisiert haben, dass sie gesagt haben, hey Vater, was machst du da? Du kannst dir hier nicht einfach irgendwie die Lichter ausblasen und da im Zelt rumliegen, das geht nicht. So, ja? Und ich glaube, hier sehen wir einen coolen Unterschied, wie wir mit Verhalten von unseren Leitern umgehen. Ich könnte mich entscheiden, wenn mein Leiter versagt oder einen Fehler macht, dass ich mit dem Finger drauf zeige und sage so, das geht nicht. Oder ich könnte mich dazu entscheiden und könnte sagen, ich stehe ein für meinen Leiter, ich bete für den Kerl, aber ich werde trotzdem mit dem reden.
Wir müssen das Thema auf jeden Fall ansprechen. Und pass auf, hier geht es nicht darum, um solche Sachen wie Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe, Dinge, die definitiv konfrontiert werden müssen, egal was ist, okay? Sondern einfach in diesem, wenn es darum geht, dass Gott dich in Leiterschaft erziehen möchte. Okay. Nochmal, wohin werden wir erzogen? Zur Lebensfähigkeit. Wir werden dazu hin erzogen, dass das Reich Gottes an erster Stelle kommt und wir eine Haltung bekommen, wo es nicht primär um uns geht, sondern um ihn. Und du wirst immer erleben, dass Gott dich in seine Gebote rein erzieht. Er zieht dich nie weg von dem, was du in der Bibel lesen kannst. Er wird dich immer rein erziehen in seine Gebote und er wird dich raus erziehen aus dem Fleisch. Was ist Fleisch und was sind die Reflexe des Fleisches? Können wir in Epheser 4 lesen. Da heißt es, da geht es um Spaltung, da geht es um Parteiung, da geht es um Streit, da geht es um Neid, da geht es um Eifersucht und so weiter. Wenn wir Konflikte erleben, egal wo, ob es in der Kirche ist, ob es in der Family ist, ob es was weiß ich wo ist, welche Reflexe erleben wir da ganz oft? Wir erleben ganz oft Epheser 4, dass Streitereien kommen. Dass Spaltung kommt, dass Neid kommt und solche Dinge, das sind Früchte des Fleisches. Gott möchte uns daraus erziehen. Er möchte sagen, ich möchte euch woanders hinbringen, ich möchte euch in die Früchte des Geistes bringen. Und das sind andere. Der Sohn kennt den Willen des Vaters und ist gehorsam. Ich möchte das an einer ganz einfachen Geschichte erklären. Angenommen, der Finn ist 16 Jahre alt und er sagt zu mir, Papa, ihr seid ja jetzt übers Wochenende weg, können wir bei uns zu Hause sein und so und ihr seid nicht da. Dann sage ich ja, okay. Und dann wird der Finn ganz genau wissen, wie er mit dem Haus und dem Interieur umgehen soll. Das wird er wissen. Er wird wissen, dass man nicht den Fernseher runterreißt oder was weiß ich oder dass man abschließt und solche Sachen. Das wird er alles wissen. Er wird meinen Willen kennen. Die Frage, ob er ihn tut, das ist die Frage. Und die Frage ist, ob er gehorsam sein wird. Ich weiß nicht von den Eltern, die hier sitzen, die schon ältere Kids haben, ob man die Eltern gewisse Abrisspartys erlebt haben. Das sind genau solche Sachen. Die Eltern sind im Urlaub und die Kids machen eine Party. Und du kommst nach Hause und sagst, um Himmels Willen, ach du liebes Lieschen, wir müssen renovieren. Ja? So. Die Frage ist, wird er gehorsam sein oder nicht? Und genau das ist unsere Frage auch. Kennst du den Willen Gottes? Bist du gehorsam? Wenn ich weiß, dass ich in Konflikten bin und ich weiß, dass Gott sagt, geh hin, vergib, sprich Vergebung aus, bitte um Vergebung, dann ist die Frage nicht, ob ich das weiß, sondern die Frage ist, ob ich das tue, ob ich gehorsam bin. Und wenn ich weiß, es ist der Willen des Vaters, da muss ich gehorsam lernen. Weißt du, was das Interessante ist? Jesus musste auch gehorsam lernen. Das können wir nachlesen, da heißt es in Hebräer 17, dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Also es ist nicht so, dass Jesus von ungehorsam in Gehorsam rein muss, sondern er lernt Gehorsam als sein Verhalten. Und es gibt diese Stelle im Lukas-Evangelium, wo Maria, Josef mit Jesus, 12 Jahre, in Jerusalem sind und dann gehen sie nach Hause. Klasse Eltern, wahnsinnig gute Aufsichtspflicht. Ja? Sie merken nach 2-3 Tagen, dass der Sohn nicht da ist, dass Jesus nicht da ist. Und dann gehen sie wieder hin und finden ihn im Tempel. Und dann passiert Folgendes, interessant, sie sagen, also Jesus, was machst du hier? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Warum bist du nicht mitgekommen? Und Jesus antwortet, das habe ich hier gerade nicht stehen, aber Jesus antwortet irgendwie so, wisst ihr denn nicht, dass ich im Hause meines Vaters bin? Also er ist dann nicht frech, er sagt einfach die Wahrheit so. Ja? Und dann heißt es im Vers drauf, dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Also dann sagt er, dann geht Jesus mit seinen Eltern mit, ja, er diskutiert nicht weiter. Und weiter kannst du dann lesen, also er ordnet sich der Leiterschaft der Eltern unter und dann heißt es, und er nahm zu in Weisheit und Erkenntnis. Und ich glaube, wenn Jesus das lernen musste, ey, dann haben wir es richtig fett nötig, oder? Also ich glaube schon, ja. Wenn Jesus das lernen musste, dann muss ich das erst recht lernen. Okay, letzter Punkt. Ein Sohn empfängt und er verwaltet und er vermehrt.
Du hast ein Erbe bekommen. Die Bibel redet davon, dass du als Sohn, als Tochter ein Erbe bekommen hast, was Gott dir gegeben hat. Und die Frage ist, was machst du damit? Die Frage, was ist dein Erbe? Dein Erbe, das bist du, das ist komplett dein ganzes Ding. Du bist deine Talente, deine Zeit, dein Besitz, alles, was du bist, das ist dein Erbe. Und Gott geht her und sagt so, ich möchte dieses Erbe einsetzen. Ich weiß, es ist ein bisschen Teaching-Session heute und ich gucke auch auf die Uhr, keine Sorge. Aber Jesus nennt es so in Lukas 16, da heißt es, Jesus erklärte seinen Jüngern, ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter, sollt auch ihr das Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Nur, wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut um und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er dann euch die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Du bist gesetzt. Du bist gesetzt, Erbe zu verwalten. Und du hast dein Erbe. Das, was du hast, wer du bist, das ist dein Erbe. Und jetzt bist du gesetzt, damit gut umzugehen. Und das Interessante, was wir hier lesen, ist, dass Geld und Besitz das Geringste im Reich Gottes ist. Das ist das Trainingsfeld für dich und für mich, wo Gott mit uns trainiert und uns auch testet und checkt, hey, vertraust du oder vertraust du nicht? Vertraust du, dass ich dich versorge oder vertraust du nicht? Es steckt wieder was drin, was uns immer mega reinzieht. Wir suchen ganz oft im Besitz, Sicherheit, ganz viele andere Dinge, zum Beispiel Schönheit oder auch Status. Geld gibt dir Status, Geld gibt dir Sicherheit, gibt dir Schönheit, gibt dir Liebe, gibt dir Identität. Und das sind alles Dinge, wo Gott aber sagt, das sollt ihr bei mir suchen. Nicht im Besitz. Und es gibt ein Ticken in uns drin, was uns zum, die Bibel nennt es klar, Götzendienst verführt. Man sagt so, hey, der Mammon ist ein Götze. Ja? Du kannst ihm anhängen, du kannst ihm hinterherlaufen. Und Gott sagt so, hey, Bereich Finanzen, dein Besitz und so weiter, das ist ein Trainingsfeld für dich, wo ich an dir schaffen will und wo ich dich rausführen möchte. Ich möchte dir ein ganz einfaches Beispiel zeigen. Finn, gib mir doch mal bitte das Auto da. Ihr habt Glück, dass mein Jüngster nicht da ist, weil sonst hätte ich jetzt Stress. Das ist sein Auto, das hat er gestern geschenkt bekommen. Und es gibt sowas wie die Mainz-Phase. Kennt ihr das? Wenn er jetzt hier reinkommen würde, würde er Mainz sagen. Würde er drauf zeigen und Mainz sagen. Und das ist seins. Und Kinder haben das, kleine Kinder, dass sie sagen, das ist meins, meins, meins und nicht deins. Und ich teile auf keinen Fall. Und du stehst als Vater daneben und sagst so, hey, du, wenn du teilst, dann wirst du mehr Spaß haben. Dann wirst du besser gehen, dann ist es cool. Und dann lernen die im Kindergarten so Liedchen wie Teilen, Teilen, das macht Spaß. Wenn man teilt, hat jeder was. Ja? Verstehst du? Aber das sind Phasen, die haben wir. Die haben kleine Kinder und die haben wir aber auch als Kinder Gottes. In einer gewissen Reife, wo wir sagen, das ist meins. Alles mir. Hat Gott mir gegeben, ist meins. Ja, und wo wir anfangen und sagen, wir klammern und wo wir ein bisschen bunkern für uns und wo wir aber lernen müssen, loszulassen und zu teilen, weil du wirst als leibliche Eltern neben deinem Kind stehen, was meins, meins, meins macht und sagst, oh Mann, wir müssen das unbedingt in den Griff kriegen, ansonsten wird der alleine im Kindergarten in der Klötzchen-Ecke sitzen, ja, und keiner wird mit ihm spielen wollen. Und genauso müssen wir es auch lernen, dass wir haben es mit einem Vater zu tun, das ist das großzügigste Wesen im ganzen Universum. Gott, der Vater, ist der großzügigste, den es ever gibt. Der macht Dinge, von denen keiner was hat, weil wir sie nur durchs Hubble-Teleskop sehen. Und das sind wunderschöne Sachen. Er ist so großzügig. Für wen hat er das Geben, für wen hat er Großzügigkeit geschaffen? Nicht für sich. Er hat alles. Wenn der Joshua steht und mir das Auto wegnimmt und meins, 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 dann stehe ich daneben und sage so, hey, ich brauche das Auto nicht, ich habe ein anderes Auto, ich habe eins, das kann richtig fahren. Verstehst du?
genau das ist es, was Gott sagt. Er sagt so, das Geben ist für dich, das Geben ist für uns, dass wir zusammen, dass wir Freude erleben. Das Geben ist nicht für ihn. Er braucht es nicht, er hat alles. Und und Gott führt es ein mit einem Symbol. Jetzt denkst du vielleicht, oh ja, war klar, dass das kommt. Nein, ich möchte nicht darüber reden wegen dem Thema an sich, sondern ich möchte darüber reden, weil da steckt was drin, wo Gott sagt, ich möchte dich erziehen, ich möchte dich weiterbringen. Dieses Symbol nennt sich der Zehnte. 10% von dem, was du hast. Gott sagt so, hey, ich habe dir alles gegeben, ich gebe dir die 100, wie dieser Kuchen da, alles gehört dir, ich will nur 10. Das sagt Gott. Den Rest darfst du machen, was du willst. Verwalten, klug damit umgehen und so weiter. Und ich als Sohn Gottes lerne, mit allem, was ich habe, da zu investieren, was meinem Vater wichtig ist. Und das ist Kirche. Das ist für mich ein Grund. Also es gibt für mich zwei Gründe, warum ich den Zehnten zahle und noch ein bisschen irgendwie, ne, so. Der erste ist, das ist positiver Egoismus, so nenne ich das. Da liegt Segen drauf. Gott hat gesagt, da liegt Segen drauf, da ist Segen drauf, ich erlebe den. Das zweite ist, weil ich sage, er ist mein Vater, ich bin sein Sohn und ich investiere in etwas, was ihm wichtig ist. Du könntest hergehen und kannst sagen, so Matze, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du dein Gehalt dir selbst bezahlst. Versteht ihr? Ich stecke damit mit drinne, dass ich leben darf, das steckt damit drinne. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich den Zehnten hier reingebe und dann mir wieder zurück überwiesen bekomme. So, das ist menschlich, ja? Macht es keinen Sinn. Aber es geht darum, ich möchte in etwas investieren und wo es auch heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, wo ich weiß, das ist meinem Vater wichtig und da will ich das reingeben und ich bin gesetzt als treuer Verwalter über alles, was ich habe. Und Geld ist das Geringste im Reich Gottes, wo er sagt, so, das ist mir nicht so wichtig. Ich möchte jetzt zum Schluss eine Geschichte, eine Parabel erzählen. Stell dir vor, ich bin Multimillionär. Ist relativ einfach die Vorstellung, oder? Stell dir vor, ich bin superreich und ich habe eine Braut. Und ich muss ein Jahr ins Ausland. Und meine Braut, ich kann sie nicht mitnehmen, sie bleibt zu Hause. Und dann habe ich drei Freunde. Und dann gehe ich zu den drei Freunden und sage so, hey, passt auf, Jungs, ich gebe jedem von euch 10.000 Franken im Monat. Und ich möchte, dass ihr 1.000 an meine Braut gebt im Monat. Einfach, damit sie durchkommt, damit sie was hat, damit sie leben kann, fertig. Und dann komme ich wieder nach dem Jahr, sie sagen alle drei, ja, machen wir. Nach dem Jahr komme ich wieder zurück, dann sagt der Erste so, hey, habe ich gemacht hier, habe immer da 1.000 rübergegeben und so, alles gut. Und Braut geht's gut, top. Und ich würde sagen, yes, cool, danke. Dann wird der Zweite wird kommen und sagen, du, ich habe es gemacht, ich habe angefangen, habe da immer 1.000 gegeben und so. Dann habe ich irgendwann gemerkt, die hat ja immer noch was. Und dann habe ich irgendwie gesagt, komm, ich gehe mal auf 800 runter oder so. Und da habe ich gemerkt, die hat ja immer noch was. Dann habe ich irgendwie auf 600, 400, irgendwie, vielleicht habe ich am Ende noch 200 oder irgendwas gegeben. Dann würde ich sagen, okay, gut, alles klar. Werde ich wahrscheinlich nicht so cool finden. Der Dritte, werde ich den fragen, dann wird der sagen, hey, 10.000 im Monat ist viel zu viel für mich. So, ich habe da einfach mal, was weiß ich, das, was ich nicht brauche. Als, mal waren es irgendwie 2.000, mal waren es irgendwie 1.000, mal waren es 4.000, irgendwie sowas. Es ist eine Parabel, ein Bild. Die Frage ist, am Ende, welcher der drei ist meinem Herzen am nächsten? Welcher der drei hat meine Braut mit am liebsten gewonnen? Wahrscheinlich der Erste und der Dritte, oder? Versteht ihr, das ist eine Sache. Hier geht es darum, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich habe für mich beschlossen, ich möchte in Gottes Sache investieren, mein Erbe da reinstecken. Okay, jetzt machen wir den Deckel zu. Jetzt habt ihr gemerkt, Erziehung, es geht in alle Richtungen, war wie ein Blumenstrauß. Aber Gott möchte mit uns, ja, Gott möchte uns erziehen. Und Erziehungsmethoden Gottes sind manchmal harte Dinge. Ich weiß nicht, wo du auf deiner Reise mit Gott stehst.
Ich weiß nicht, welche Themen gerade wichtig sind. Ich weiß nicht, ob du sowas hast, dass du sagst, hey, ich stehe da irgendwie an, ich komme nicht vorwärts. Ich möchte Mut machen, dass du diese Frage dir stellst und sagst, oh Gott, was möchtest du mir heute zeigen? Wo möchtest du mich hinerziehen? Ich möchte Mut machen, dass du den Geist Gottes einlädst, weil er ist jemand, der zeigt dir die Dinge auf, die da sind, auch wenn du sie vielleicht selbst noch nicht gesehen hast. Aber dass du ihn fragst, wo möchte der Vater mich hinerziehen, wo ich heute einen Schritt näher zu Jesus komme? Wo ich heute einen Schritt näher Jesus werde? Wo er größer in mir wird? Es sind für alle von uns unterschiedliche Themen. Deswegen diese Themenbreite. Aber Fakt ist, und auf das kannst du dich verlassen, ist, dass Gott dich erziehen wird, genauso wie er mich erziehen wird. Und ich lade dich ein, dass du sagst, yes, das erkenne ich an. Ich erkenne die Erziehung meines Vaters an. Und ich ordne mich dem unter. Weil ich weiß, dass in der Unterordnung, da drinnen ist das Leben. Wenn ich mich Gott unterordne, wird Leben rauskommen. Ich lade dich ein, lass uns aufstehen, wir wollen ein Lied zusammen singen. Das heißt im Englischen, make room, ich schaffe jetzt Raum. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du jetzt dieses Lied einfach nimmst, diese 3 Minuten, und dass du ganz kurz innehältst und dass du Jesus fragst, Jesus, was ist heute Morgen mein Schritt? Welchen willst du gehen? Wo ermutigst du mich dazu? Und dann mache ich dir Mut, dass du in diesem Lied eine Entscheidung triffst und sagst, ja, Jesus, ich bin dein Kind, ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter und ich werde jetzt diesen Schritt gehen. Vielleicht wird das eine ganz konkrete Auswirkung haben, dass du heute nach Hause gehst und sagst, ab jetzt mache ich das anders. Aber frag ihn, lade den Geist Gottes ein, dass er dir zeigt, was dran ist für dich. Jesus, danke, dass du jetzt in dem Moment, wo wir unsere Augen schließen, dass du sprichst und Heiliger Geist, dass du redest, dass du offenbarst, was da ist in Herzen und dass du uns zeigst, in welchen Themen du mit uns vorwärts gehen möchtest. Segne jede Entscheidung jetzt. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und dir geholfen, in deiner Beziehung zu Gott zu wachsen oder vielleicht sogar erste Schritte zu tun. Wenn dir das so geht, dann freuen wir uns, wenn du mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du unseren Podcast likest, den Daumen nach oben drauf drücken oder einfach den Link weiterleitest. So werden mehr Menschen mit dieser Botschaft von Jesus, mit dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch gern durch eine Spende mithelfen, dass wir diesen Podcast weiterhin im Internet kostenlos und maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht.